Birgit Michels. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg im Mix. War es der entscheidende Punkt im heutigen Spiel? Was war es jetzt für ein Gefühl, diesen Punkt zu holen und wie wichtig war der Punkt? Ja, ich denke, es war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für uns, weil wir haben 2 Punkte schon im Bischmisheim liegen lassen und auch 1 Punkt, das war schon sehr, sehr schade. Ja, jetzt hätten wir eigentlich 2 auch mit nach Hause nehmen können, aber leider ging das Damendoppel knapp verloren und ich denke, das Mix war umso wichtiger, dass wir den Punkt geholt haben. Gerade im Damendoppel und auch im Mix ging es emotional sehr hoch her und es gab viele umstrittene Schiedsrichterentscheidungen, vielleicht auch einige mit den Gegnern. Woran lag es denn? Ja, ich weiß auch, ich denke, es gehört mit zum Sport auch dazu, dass die Emotionen auch manchmal ein bisschen hochkochen. Ja, es war schon sehr schade, also dass wir uns haben auch im Damendoppel ein bisschen rausbringen lassen, sonst hätten wir vielleicht den 2. Satz noch holen können. So war es schade und haben uns ein bisschen zu sehr aufgeregt, glaube ich, und im Mix war es dann umso besser, dass wir ruhig geblieben sind. Bereits in der kommenden Woche gehst du zur Team-EM. Eine Woche später ist dann das vorentscheidende Bundesligaspiel gegen Lüdinghausen hier in Beuel. Inwieweit blickst du da schon voraus und was für Erwartungen hast du? Ja, ich denke, jetzt zur Team-EM erstmal am Dienstag gut ankommen und jetzt erstmal vom Wochenende ein bisschen erholen. Ja, bei der Team-EM, denke ich, haben wir relativ gute Chancen auf eine Medaille. Das wollen wir auf jeden Fall holen. Und dann auch gegen Lüdinghausen haben wir, denke ich, gute Chancen, das Spiel zu entscheiden. Und hier vor heimischem Publikum, denke ich, kriegen wir das auch hin. Vielen Dank und viel Erfolg. Dankeschön.